Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Brooklyn. Auch das zweite Ausseegerät wird aufgefüllt werden. Das heißt, wir müssen unseren anderen Traktor suchen. Der ist gleich um die Ecke. Passt, habe ich schon hingefahren, ne? Ganz grob. Und jetzt werden wir den auffüllen, dass er den Rest dann fertig machen kann. Und dann schauen wir gleich den anderen Fahrzeug, der ist dann fertig, was wir da nun noch nacharbeiten können. Das ist die Kette, dass der fertig ist. Das ist der einen grünen Punkt. Das ist der Kater jedenfalls. Oder ja kein grünen Punkt, ne? Passt. Sehr gut sogar. Ja, nun ist ja bald wieder Wochenende. Ne? Kleine Erinnerung in eigener Sache. Freitag ist wieder ein Livestream. Würde mich freuen über regen Zuschauer Anzahl und Teilnahme. Auch im Chat. Kein Muss. Also wäre schön. So, das ist eine eigene Werbung. Wir machen hier weiter für das Gefällt Nummer 10 fertig kriegen, damit wir die Nacht schlafen können, ne? Dass wir morgen früh den Rest ja, dann düngen beginnen können. Ne? So, mal einen Deckel zumachen und einstellen. Jetzt gehen wir rüber zum zweiten. Das ist da unten der. Machen wir uns mal ein bisschen Licht machen hier. Und dann schauen wir über die Bereiche, die er nicht gemacht hat zum Anfang. Dann nacharbeiten können. Ne? Also den einen Rundkurs im Prinzip kommt mehr oder weniger komplett. Hat er fast nichts gemacht. Also mehr oder weniger habe ich das schon gemacht teilweise. Und naja, der hat 43 Hektar Landfläche, 44. Ne? Das lohnt sich wohl zum Pachten. Ne? C, das machen wir weg. Das ist ein bisschen ungünstig. Das ist irgendwie kein richtiges Licht, ne? Ah, da haben wir doch. So, das heißt, am Anfang, wir müssen komplett die erste Runde fahren. Klappen wir aus. Einzige Blöde ist, wir machen ja mit Dünger, ne? Aber gut, in dem Fall geht das. Wir wollen ja fertig werden. Ne? Wir fahren am Rand und machen die Runde mit. So. Da muss ja hier genau zwischen drin sein. Genau, da in dem Bereich. Hier werden wir anfangen. Geben wir die Innensicht an sich, das ist ein bisschen besser. Ja. Schau. Und starten wir mal wieder. Ne? Bis die Meldung kommt, Mission ist fertig. Und dann haben wir auch schon die Nachtruhe fast geschafft. Hat das nur stehen und geht gleich ins Bett. Dann 27 Uhr, locker 10 Stunden oder 11. Bei der Mission muss nicht so genau sein, das ist dann abgeschlossen, alles fertig. Wir müssen dann auch mal die Wartung gemacht werden. Aber einer am anderen. Runde suchen jetzt mal die Felder aus, im Aussaat, die ich dann später auch vielleicht entweder kaufen werde oder pachten. Den wir kaufen, die Zelle, also 10 ist interessant von der Größe her und 29 auch. Also was diese kosten, ne?
Ja, im Dunkeln ist man blöd. Aber geht nicht anders, ne? Das muss ja vorher fertig gemacht werden. Das wächst nachts garantiert. Und dann haben wir ja nichts gewonnen bei. So, hier ist fertig. Machen wir hoch. Das ist hier der Anfang gewesen. Was haben wir noch zu machen eigentlich? Interessant, ne? Immer interessant zu wissen. 89%. Naja. Nochmal gucken. Das muss ja hier irgendwo weitergehen. Was haben wir hier? Überladewagen. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Ja, hier der gute Teich, ne? Dass die Fahrzeuge schuppen können, habe ich noch nicht gewusst. Oder der Teich ist so flach. Aber die Bodentemperatur ist nicht groß gestiegen, ne? Gestern waren schon plus 9 Grad Lufttemperatur, das sind nur 7. Na gut, das waren 15, 19, 15. Ja, gut. Getreide war auch nicht viel Hitze. Plusgrade genügt schon, das keimt schon. Das ist ja an die deutlichen Breiten angepasst. Mehr oder weniger. Trocken soll es nicht sein, auf Dauer. Am Anfang ein bisschen Regen ist, dass die Wurzeln sich ausbilden können, dann geht es nachher. Ne? Wenn die Wurzeln in die Tiefe reingehen, wird Wasser näher zugreifen können. Und das Grüne erstmal den Boden bedeckt, dass es nicht mehr so viel verdunsten kann. Und so im Frühjahr so Landregen, ab und zu mal alle paar Tage, ist nicht verkehrt. Die ist auch fertig. Doch nicht. Aber wie gesagt, das alles hier. Das Kursbild hat nicht hingehauen. Und weiß nicht warum. Ich weiß nur, dass Feld 29. Da hat es funktioniert. Ohne Probleme. Aber Feld 11 und so, Feld 10. Auch nicht. Bin ja gespannt, wenn der Ernte auch so ist. Bei der Ernte ist er noch blöder. Weil. Wenn du selber abfahren tust, dann ist es ja besser, wenn die Fläche abgeändert ist. Ne? Und nicht, dass wir hier quer durch die Frucht fahren müssen, wäre ja blöd. Durch. So, wieder Links-Rechts-Kurve, ne? Langgezogen.
Aber jetzt geht lange geradeaus. Das ist schon eine riesige Fläche, die wir nacharbeiten müssen, ne? Die Krähen verjagen. Aber das Akku ist gebeizt, bekommt ihr nicht. Normalerweise ist es vergiftet. Ja, die Mäuse auch auffressen hier. Zweite ist bei 20%. Nicht gut. Das wäre nicht reicht. Bei euch ist das ungünstig. Das wäre ärgerlich. Bauen wir nach. Das ist Seasons. 99%, dann ist er fast durch. Da auch nicht mehr viel fehlen. Ups. Beliebter Helfer. Ei, ei. Hat ja auch lange gedauert. So, zum zweiten hin. Und viele Fahrzeuge. Von dir. Wie schön. So. Auf. Letzte Aufgabe heute, schlafen gehen. Förderband, ach so. Hier ist dann Förderband. Ach, hier. Den letzten Rest noch rausholen oder zumindest starten. So, heute Nacht. Wenn er nicht zu voll wird, ne? Jetzt laufen wir zum Häuschen. Zum Bauernhäuschen. Und der Fahrer ist nicht durchgängig. Da ist ein bisschen Licht. Ganz kurz hier ein paar Balken wegnehmen. So. Das ist ein bisschen knapp das Lager, ne? Drei Stück. Das wäre schöner, wenn ein bisschen mehr wäre. 3. Oh, das ist ein kräftiger Junge heute, ne? Muss auch noch Milch liegen. Oh, Wunder ist geschehen. Die Produktion läuft wieder. So kaufe ich auch einen Traktor, Mensch. Das muss an Spinat liegen, glaube ich. Ich meine, 3-4 Bretter tragen ist, glaube ich, normal, aber eine Palette mit Füllung, mit Holz, ne?
Ist schon heftig, aber gut. Und nicht so genau nehmen, ne? Hier gibt es keine Regeln. Regeln, die man nicht kontrollieren kann, gibt es nicht. Also fallen die Regeln aus. Ist ja nicht realistisch, ne? Das ist ja hier auch frei erfunden. Zum größten Teil. So. Na, das machen wir später. Dann können wir. Ups. So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schon Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder morgen früh, wenn es hell ist. Sag mal schön tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.